Hallo und herzlich willkommen auf unserem YouTube-Kanal. Mein Name ist Marc von FotoTV und ich habe heute wieder ein spannendes Thema für euch dabei. Schatten sind ein Thema, das in der Fotografie manchmal ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird. Meistens nur als etwas, womit man vielleicht Fehler machen kann. Also zum Beispiel abgesoffene Schatten, habt ihr schon mal gehört. Stellen in Bildern, die so dunkel sind, dass da nichts mehr zu sehen ist. Schatten, die falsch fallen. Schaut mal, wenn ich zum Beispiel meinen Kopf runter halte, meine Augen sind relativ tief, dann sind sie verschattet. Das sieht nicht besonders vorteilhaft aus. Schatten sind so ein bisschen das Stiefkind, wie ich es schon sagte. Dabei sind Schatten eigentlich super interessant und ein total tolles Gestaltungsmittel für eure Fotografie. Das haben wir herausgefunden in einer Masterclass mit Ivo von Renner. Ivo von Renner brauche ich, glaube ich, nicht mehr vorzustellen. Eine sichere Bank, was unglaublich tolle Filme angeht bei unserer FotoTV. Mit ihm habe ich mich zusammengesetzt und einmal anhand seines gesamten Lebenswerks seine Fotos durchgesehen und wirklich geschaut, wie er Schatten verwendet. Und wir haben das wirklich kategorisiert, analysiert, so akribisch, wie das, glaube ich, noch nie jemand vorher gemacht hat. Und wir sind auf einen ganzen Katalog von Möglichkeiten der Gestaltung mit Schatten gekommen, die wir in dieser Masterclass vorstellen. Eine erste dieser Kategorien stellt Ivo euch jetzt mal vor, und zwar geht es um die Blickführung mit Schatten. Schatten können wir verwenden, um dem Zuschauer, dem Betrachter unserer Bilder, zu sagen, wo er hingucken soll. Das ist total spannend, eine sehr subtile Anleitung an den Zuschauer, wohin er gucken soll. Und wie man das macht und wie das funktioniert, zeigt euch Ivo jetzt. Ganz speziell jetzt hier in einer ersten Funktion, wir können den Blick führen. Also die erste Serie, die wir hier zeigen, ist eine Kampagne für ein Hundefutter 1981. Und was wir dort gemacht haben, ist, wir haben die Personen erstmal vor einen weißen Hintergrund als Silhouette gestellt und haben dann, wie in diesem Bild, einen kleinen Spot auf den Hund gerichtet und den Nacken noch zusätzlich da, wo der Hund sich eben wohlfühlt, was er auch getan hat. Die Klamotten sind alle angefertigt, Hut war gemacht worden, Kleid war gemacht worden. Und wir führen also hier aus dieser im Schatten stehenden Person direkt mit dem Licht auf diesen Hund. Der Blick wird konzentriert dahin, wo wir ihn eigentlich haben wollen. Da, wo wir ihn hinhaben wollen. Und das, die Dame, die den Hund hält, ist dann sekundär. Die gibt nur noch eine Anmutung. Ist ja auch ziemlich verschwenderisch, wenn du sagst, die hat einen Hut gemacht bekommen, ein Kleid, und es wird dann alles nur in den Schatten gestellt. Das Hundefutter war teuer. Das hat das hergegeben. Wir haben hier ein anderes Motiv einer jungen Frau mit ihrem Hund. Auch die sitzt letztlich vor Weiß. Und dann haben wir den Dalmatiner, der als einziger beleuchtet ist. Also wir sehen, primär wird unser Blick immer auf das Tier geführt, und die Körperhaltung gibt dieser Frau, die leicht zu erkennen ist, gibt dem Hund dann diese Behaglichkeit. Wir haben hier noch ein drittes und viertes Motiv. Nochmal einen Dackel, der bei der Dame über die Schulter guckt. Die Dame, wir haben natürlich dafür gesorgt, dass die Gesichter jetzt nicht schwarz sind. Ganz Silhouette macht ja keinen Sinn. Aber wie gesagt, primär sieht man eben immer diesen Hund. Ja, spannend, oder? Das ist wie die Fernbedienung, mit der wir dem Zuschauer sagen können, schau dahin, indem wir Schatten entsprechend setzen. Kommen wir zu einer zweiten Funktion von Schatten. Und hier geht es um das Thema Gliederung von Bildern. Ihr habt vielleicht schon mal gehört, Vordergrund macht Bild gesund. Oder manche sagen auch, Hintergrund macht Bild gesund. Also das, was vor und hinter dem eigentlichen Motiv passiert in einem Bild, ist durchaus wichtig. Dadurch, dass etwas vor dem Motiv oder dahinter passiert, entstehen auch Räume, also ein Volumen. Alles das führt dazu, dass wir das eigentlich zweidimensionale Bild mit einer dritten Dimension aufladen und das viel interessanter machen. Wie man das mit Schatten macht, das zeigt euch Ivo jetzt. Und dann habe ich im letzten Jahr eine Serie gemacht, die heißt Little Stages, kleine Bühnen. Und habe mit den Personen, mit diesen Personen, deren Schatten ich mitfotografiert habe, mir Bühnen aufgebaut. Und hier sehen wir jetzt mal an diesem Motiv, was ich mit Schatten für einen Raum gemacht habe. Denn wenn ich den Schatten, den wir jetzt mal rausretuschiert hatten, reinklicke, dann haben wir plötzlich eine wahrhaftige Bühne, einen riesigen, großen Raum, in dem diese Frau
umherspaziert. Die geht übrigens von Diaram runter, die von Russland über Japan bis Amerika gesammelt wurden. Ich habe ja immer so viele Sachen, die ich sammle. Aber dann sind sie auch durch. Die beiden Tiere stehen bei mir oben im Regal. Das, die anderen Dinge, die ich fotografiere, die finden dann meistens einen neuen Besitzer. Ich klinke das noch einmal aus, damit wir sehen können, wie banal dieses Bild plötzlich wird. Es ist natürlich so konzipiert. Also jetzt, das wäre jetzt der Raum, wo eine Lichtquelle auf großer Entfernung Tiere und die Frau beleuchten würde. Und die anderen Schatten, die habe ich dann einfach kreiert. Weil erst jetzt haben wir wirklich eine große Bühne, wo eine Tiefe auch definiert wird und ein Raum zu sehen ist. Vielleicht mal abgeleitet als praktischer Tipp fürs Fotografieren. Wenn man in Studios fotografiert, hat man gerne die weiße Hohlkehle, wodurch natürlich jedes Raumgefühl verloren geht. Die Leute oder das Motiv steht dann in einem weißen Nichts. Und natürlich gibt es auch dafür Gründe, wenn man Freisteller braucht oder so. Aber wenn man dann mit diesen Motiven wieder etwas machen möchte und hat gar keinen Hintergrund oder möchte nicht einen künstlichen einfügen, dann tun es oft auch einfach nur Schatten. Es ist auch immer wieder eine Freude, Ivo zuzusehen und zuzuhören, wenn er zeigt, wie er solche Sachen macht. Also ich bin jedes Mal wieder begeistert. Wenn euch jetzt dieser Ausschnitt und der davor schon gut gefallen hat und ihr gar nicht warten könnt, mehr von ihm zu sehen, gleich gibt es noch einen weiteren, aber ein kleines Angebot zwischendurch für euch. Ihr könnt euch bei FotoTV auf fototv.de registrieren und dabei den Newsletter abonnieren. Dann bekommt ihr zum Dank 5 sogenannte Credits, mit denen ihr 5 Filme komplett sehen könnt. Und da könnt ihr natürlich die von Ivo auswählen und euch genauer anschauen, wie ihr da mit den Schatten arbeitet. Also völlig unverbindlich, kostet nichts, keine Abo-Falle, gar nichts. Geht mal rüber, schaut euch ganze Filme mit Ivo an. Ist unglaublich, was der Mann so drauf hat. Kommen wir noch zu einem dritten kleinen Ausschnitt aus der Masterclass mit Ivo. Und hier geht es um das Thema Dynamik. Fotos sind ja Momentaufnahmen. Es wird quasi die Zeit angehalten, alles bleibt stehen. Und das per se ist erstmal nicht sehr dynamisch. Manchmal ist es auch so, dass unser Motiv nicht unbedingt dynamisch ist. Eine Person, die einfach nur da sitzt oder steht. Und Dynamik ist so eine Möglichkeit, Bildern eine gewisse Spannung zu geben, sie anzufeuern quasi, damit sie interessanter für den Betrachter werden. Und hier greift Ivo wieder in die Schattentrickkiste. Und wenn man einmal verstanden hat, dass Schatten eben diese Dynamik befeuern oder hervorbringen können, dann sieht man sie in Zukunft immer mit anderen Augen. Also schaut mal hin, wie er hier mit Schatten arbeitet, um Dynamik zu erzeugen. Ja, und das ist Mafalda von Hessen in Rom. Die hat damals gerade ein Modelabel begonnen auf den Markt zu bringen in ihrem Garten. Die hat so einen Garten mitten in Rom und das hinten sind ihre Kinder und Freunde, die da spielen. Auch da geht es natürlich jetzt um diesen Moment. Ich sag mal, ideal ist dann, nachdem man es eine halbe, dreiviertel Stunde vorher probiert hat, dieser Moment, wo die Sonne da so um die Ecke kommt und diese mächtigen Schatten mit dieser Perspektive über den Rasen werfen. Und auch sie ja noch, wird ja da drin durch den Schatten gehalten. Aber die Bäume spielen natürlich eine große Rolle. Übrigens, sei es nur kurz gesagt, das ist ein 15 mm von Carl Zeiss. Damit kann man wunderbar Menschen fotografieren. Ich weiß, die Menschen trauen sich immer nicht, weil sie denken, ich kann da nicht so dicht rangehen. Es geht nachher um so viel, dichter oder weniger, aber gehen tut das schon. Okay, auch hier wieder ein bisschen die Abstraktion aufs Fotografieren allgemein. Tiefstehende Sonne produziert lange Schatten, ja, die diese dynamische Wirkung erzeugen. Speziell im Winter hat man es teilweise, selbst zur Mittagszeit, man unglaublich lange Schatten von Laternen hat, von Bäumen und so weiter. Also das ist schon mal ein tolles Setting. Auch hier wieder, also diese Linien führen ja ins Zentrum des Bildes, wo die Frau steht, sodass die ganzen anderen Elemente im Bild eigentlich ein bisschen in den Hintergrund treten. Sie steht jetzt, sie bewegt sich nicht, aber die Dynamik des Bildes, der Sog, der entsteht, der geht klar auf die Person. Das ist richtig und ich sehe auch gerade jetzt nochmal, ich habe ja so gerne Dinge in der Mitte, bei René Adler war ja auch die Hauskante wieder exakt in der Mitte. Die Mitte ist genau zwischen ihr und dem Baum. Also sie mit dem Baum, der von hier aus links neben ihr ist, sind genau in der Mitte, so das Fundament. Das festigt natürlich nochmal, das macht das Bild stabil, während dann die Schatten mit großer Perspektive auf uns zu und an uns vorbeilaufen. Gut, das soll es mal gewesen sein mit diesen kleinen Einblicken in die Masterclass mit Ivo. Ich kann euch nur versichern, wenn ihr die ganze Masterclass euch anschaut, ihr habt eine ganze neue Dimension in der Fotografie kennengelernt.
Ihr denkt nicht nur in Licht, sondern ihr überlegt auch, wie ihr eure Bilder mit Schatten gestalten könnt, was alles möglich ist. Und damit seid ihr innerhalb der Fotografie in einem ganz elitären kleinen Kreis von Leuten angekommen, die mit einem zusätzlichen Hebel an ihren Bildern quasi arbeiten. Denn Schatten, wie gesagt, sind für viele Leute irgendwie nur so das Beiprodukt von Licht. Wenn ihr aber wisst, nach der Masterclass, wie ihr sie gezielt einsetzt, dann habt ihr Möglichkeiten in der Fotografie, die vielen, vielen anderen Fotografen verschlossen sind. Das war's für heute. Ich wünsche euch viel Spaß. Hoffe, euch bald hier wieder zu sehen. Wenn euch das Ganze gefallen hat, bitte ein Like dalassen, die Glocke aktivieren und den Kanal abonnieren, damit wir uns demnächst auch wiedersehen bei einem weiteren Beitrag von FotoTV. Bis dahin, tschüss.